Herzlich willkommen bei Spielregeln mit der Spielanleitung. Wir haben ein neues Spiel zum Rezensieren bekommen, und zwar vom Moses Verlag, das Spiel Spooky Stories. Es ist ja im Prinzip ein Rätselspiel mit Karten, 50 Schaurätsel voller Grusel. Black Stories Junior ist das, also für junge Leute auch geeignet. Das Spiel ist, kann man spielen ja, mit 2+-Spielern, also mehr als 2 Spieler. Zu zweit sollte man auf jeden Fall sein, ab 8 Jahren. Und eine Runde dauert 2 bis 20 Minuten, je nachdem, mit wie vielen Karten man spielt. Schauen wir uns mal an, noch was hinten drauf steht, die Idee des Spiels. Wenn bleiche Blutsauger ihre Zähne in eure Hälse schlagen wollen, wütende Werwölfe den Mond anheulen und muffige Mumien um Mitternacht aus ihren Gräbern kriechen, dann ist es Zeit für eine Runde Gänsehaut und Zähnegeklapper. Spooky Story lässt euch das Blut in den Adern gefrieren. Nur durch Fragen, Raten, Tüfteln kommt ihr den dunklen Geheimnissen auf die Spur. Inklusive 5 extra Spooky Stories, nichts für Angsthasen. Schauen wir uns mal an, was drin ist und wie es funktioniert. Also es sind Karten drin mit Geschichten. Wir haben hier vorne einmal die Spielregeln. Und dann haben wir ja im Prinzip wie viel? 50 Geschichten. Auf der Vorderseite steht das, was die Geschichte ist, und auf der Rückseite die Lösung, auch immer mit Rätsel, also quasi das Rätsel und die Lösung. Auf der ersten Karte zum Beispiel 13 Minuten nach Mitternacht. Enno lag auf einem Grab, den Pulli hatte er sich zerrissen. Die Mutprobe war gehörig schief gegangen. Unten rechts 2 Totenköpfe. Also nicht das Anfängerspiel, sondern ja, schon leicht fortgeschrittene. Und hinten die Lösung, steht die Lösung drauf, also wie es zu dieser Geschichte gekommen ist. Und das gilt es zu erraten, steht auch in den Spielregeln drin. Spooky Stories könnt ihr zu zweit oder mit vielen Freunden spielen. Nur einmal macht es, nur zu alleine macht es natürlich wenig Spaß. Das ist der Meister des Gruselns, also derjenige, der das Rätsel vorliest, das ist immer einer von euch, das ist der Meister des Gruselns, der liest dieses Rätsel allen anderen vor, und er liest sich still dann das Ergebnis oder die Lösung durch, und nicht der Meister des Gruselns, sondern die Geisterjäger, also die das Rätsel lösen müssen, die stellen dem Meister des Gruselns Fragen, und er hat diese dann zu beantworten, bis das Rätsel gelöst ist. Das ist das Spiel, und dann nimmt man sich im Prinzip die nächste Karte und so weiter und so weiter. Viele Rätsel, 50 Rätsel, die gelöst werden. Das ist das Spiel Spooky Stories mit 50 schaurigen Rätseln voller Grusel vom Moses Verlag, was wir von Spielregeln und Spielanleitung nur empfehlen können. Weitere Informationen findet ihr direkt hier unter dem Video. Klickt gerne auf den Link. Und natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss!